Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch. Und zwar geht es heute um die Monatslegung für den Monat August 2024. Ja, wir schauen mal rein. Und zwar beginne ich auch heute wieder mit einer Überschriftskarte. Und zwar diesmal aus dem Orakel der Vögel von Jean Ruland und Petra Kühne. Da hat sich auch schon die erste jetzt beim Mischen gedreht. Die lege ich auch gleich hin. Des Weiteren gibt es ein großes Blatt mit dem wunderschönen Miamondo Lenemont von Patrick Scheller. Und last but not least ziehe ich noch zwei Karten aus dem Signale, aus dem Zauberwald-Deck von den Naturflüsterern. Ja, das Ganze nimmt wieder ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich werde die Miamondo-Karten mischen, bis die erste rausfällt. Dann lege ich das ganze Blatt aus und auch dann komme ich erst zur Deutung. Weil ich finde immer, es ist also für mich wirklich irritierend, wenn man schon im Vorfeld immer was dazu erwähnt. Mir fällt es leichter, wenn ich es im Gesamten sehe und dann Stück für Stück durchgehen kann. So, wir schauen als erstes mal, welches Krafttier uns begleitet. Da haben wir den Falken, Träger des Lichts. Goldene Botschaften erreichen dich. Sei bereit für persönliche Vollendung. Also ich habe das schon bei den Monatslegungen für die Sternzeichen gemerkt, dass der August für ganz, ganz viele wirklich ein Glücksmonat darstellt. Bei vielen sieht man mehr und mehr diese Transformation, die sich in Gang setzen und die Veränderungen, die eigentlich auf allen Gebieten, ob es Partnerschaft, Beruf, häusliche Umgebung ist, es zeigen sich überall gravierende Veränderungen. Und ich denke, das wird hier mit dieser Karte jetzt nochmal wirklich unterstrichen. Denn die Aussage, goldene Botschaften erreichen dich, sei bereit für persönliche Vollendung, sagt eigentlich alles aus, was das Ganze eben von mir Gesagte unterstreicht. Und wir schauen mal, hier sind schon die ersten zwei Karten rausgefallen. Da zeigt sich schon als erstes der Neuanfang und die Entscheidungen. Und jetzt, wie gesagt, werde ich die Karten von oben schnell hintereinander auslegen, damit man dann auch ruckzuck in die Deutung kommt. So, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, ihr könnt dann alle Karten auch gut erkennen und sehen. Aber ich denke, immer am wichtigsten ist die entsprechende Deutung dazu. Das ist immer bei dem großen Blatt schwierig, das so nah ranzuholen, weil dann einfach der Platz benötigt wird, damit ihr alles sehen könnt. Und da ist schon mein halber Schreibtisch hier in Beschlag genommen. Wie ihr seht, hier mein Computer nebenan. Also das ist gerade mal so ausreichend. Ich denke sogar die letzten, da werde ich sogar noch ein bisschen verstellen müssen, damit ihr hier die letzten Karten dann auch noch gut sehen könnt. Müsste das aber so, glaube ich, klappen. So. So, ihr Lieben, tut mir leid, aber so ein bisschen nachjustieren ist, wie gesagt, beim großen Blatt leider unumgänglich. So, dann wollen wir schauen. Wir haben also in den Eckkarten den Neuanfang und sehr passend dazu, auf dem Platz des Sarges liegt der Sarg. Das heißt, dieser Neuanfang sagt uns,
Es ist jetzt die Zeit der Transformation. Hier geht ein Lebenszyklus bei ganz, ganz vielen zu Ende und ein neuer mit diesem Neuanfang beginnt. Und das ist genau die Nachricht, die für euch als Fragesteller wirklich relevant ist, die euch als Fragesteller betrifft und die euch in eure gewünschte Stabilität bringen wird. Wir haben mit dem Anker zwar auch immer den Hinweis auf Beruf, aber auch, je nachdem, wie die Karten weiterliegen, spricht der Anker einfach fürs Ankommen, für die Stabilität. Man hat sein Ziel erreicht. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Wir haben also hier die Ruten. Die Ruten liegen auf dem Platz der Schlange. Das heißt, hier gab es Verstrickungen, hier gab es Umwege. Aber wir sehen hier mit der Sense, es wird zu schnellen Veränderungen kommen, zu Überraschungen, zu Unverhofften. Denn die Sense spricht für die Ernte. Und die hat sich hier ins Haus der Sterne gelegt. Das heißt, hier kommt die Ernte, hier kommt Klarheit und Wunscherfüllung. Und man kommt hier aus allen Schwierigkeiten, aus allen schwerwiegenden Diskussionen, man kommt da raus. Es hat jetzt ein Ende im Zusammenhang mit der Transformation. Im Zusammenhang mit dem Ende eines belastenden Lebenszykluses. Hier beginnt ein neuer Zyklus. Macht euch bereit. Hier kommt wieder Stabilität und Gesundung in euer Leben. Alles, was so ein bisschen verhangen und undurchsichtig euch erschien, kommt jetzt wieder in Bewegung. Ihr geht schlau voran und ihr erreicht wirklich wieder in die Klarheit zurückzufinden. Die dunklen Wolken werden verschwinden. Ihr findet wieder in die Klarheit. Glück und Erfolg zeigt sich hier auf dem Platz des Baumes. Und der Baum spricht für euer Leben. Der Baum stellt euer Leben dar. Das heißt, für euer Leben liegt hier Glück und Erfolg bereit. Ihr könnt euch völlig neu verwurzeln. Hier gehen Herzenswünsche in Erfüllung. Herzenswünsche, wo man vielleicht auch verunsichert war, wo man nicht genau wusste, wird sich das realisieren lassen, was ich mir von Herzen wünsche? Hier zeigt es sich, diese Wünsche können jetzt wahr werden. Auch bei vielen kann es auch für die Liebe der Herzenswunsch sein. Es kann aber auch der Herzenswunsch für finanziellen Gewinn, für finanziellen Aufstieg, für finanzielle positive Veränderung darstellen. Und das direkt für euch. Für euch als Fragesteller bietet sich jetzt alles in einer neuen Version. Blockaden und Hindernisse können jetzt verabschiedet werden. Blockaden und Hindernisse bei vielen auch im häuslichen Bereich. Man wartet hier wieder auf die Ruhe, auf die Harmonie. Man wartet wieder auf Entspannung. Entspannung. Und das können viele erreichen im häuslichen Bereich auch mit Hilfe der Öffentlichkeit. Vielleicht hat man da Kummer und Sorgen. Vielleicht sind viele auf der Suche nach Wohnraum und es bietet sich bei vielen ganz wenig passende Gelegenheit. Lasst euch helfen. Kummer und Sorgen gehen jetzt raus. Die Blockaden und Hindernisse gehen raus und ihr findet wieder zurück in diese gewünschte Ruhe. Nehmt Hilfe an, um diesen Kummer und die Sorgen jetzt endgültig abzulegen. Es setzt sich das kleine Glück auch in Gang. Wir haben hier den Klee
auf dem Platz des Schiffes. Das heißt, hier kommt es langsam zu den glücklichen Wenden. Und diese sind forciert und untermauert durch schnelle Nachrichten. Schnelle Nachrichten, die euch helfen, die auch bei vielen zu dem Beginn eines neuen Lebenskapitels führen können. Auch im Zusammenhang mit einem Gegenüber. Das kann ein Lebenskapitel sein, das sich eröffnet. Es kann aber auch sein, dass sich hier Geheimnisse lüften. Geheimnisse lüften, die mit einem Gegenüber bei dem einen oder anderen zusammenhängen. Vielleicht erkennt man hier etwas, was bis dato verborgen war, was einen aber die Augen öffnet, was einen in die richtige Richtung bringt auf dem Platz des Schiffes. Und das Kleeblatt stellt auch oft eine Kürze dar. Das heißt, diese Nachricht, die euch hier Positives verspricht, kleines Glück verspricht, die kann, wie ich eben schon sagte, Geheimnisse lüften, die ein Gegenüber betreffen, oder aber es beginnt ein neues Lebenskapitel mit einem Gegenüber und dieses wird positiv und glücklich sein. Auf dem Platz des Klees haben wir die Wege. Das heißt, hier kommt es zu glücklichen Entscheidungen. Glückliche Entscheidungen, wenn ihr euch für den richtigen Weg entscheiden könnt. Und der richtige Weg wird euch mit Sicherheit durch Nachrichten übermittelt werden. Ihr könnt Nachrichten erhalten, die euch hier, wie gesagt, die Entscheidungen erleichtern. Einladungen und Geschenke, die euch einfach auch aus Verstrickungen rausholen. Also das heißt, ihr werdet einfach auch durch Nachrichten wissen, wie ihr aus diesen Verstrickungen, aus diesen Umwegen rausfindet. Und das mit Sicherheit. Es kommt mit Sicherheit Positives wieder in eure Richtung. Und dieses Positive, und da sind wir wieder, führt zu einem wunderbaren Neuanfang. Der Neuanfang liegt auf dem Reiter. Das heißt, hier wird es mit Schnelligkeit Neuanfänge geben. Bei vielen von euch, auch im häuslichen Bereich. Wir hatten das hier mit den Blockaden im häuslichen Bereich. Aber es kann hier zu positiven Neuanfängen kommen im häuslichen Bereich, wo ihr irgendwo endlich ja so eure Träume erfüllt seht. Ihr habt euch hier im häuslichen Bereich vielen Träumen und Wünschen hingegeben. Seid auch oft in Illusionen gefangen gewesen. Viele Gespräche haben stattgefunden, aber jetzt kann es zu Verträgen und Beschlüssen kommen. Denn dieser Neuanfang weist hier darauf hin, dass sich hier etwas verändern wird durch Gespräche. Hier könnt ihr euren Intuitionen jetzt endlich folgen. Denn der Ring zeigt einen neuen Kreislauf an. Aber er zeigt auch Verträge und Beschlüsse an. Und das wird passen zu einem Neuanfang. Ihr habt die Kraft und die Stärke, um jetzt hier mit den Sternen, die hier auf dem Platz des Hundes liegen, das heißt auf Treue, auf Loyalität, mit dieser Kraft könnt ihr wirklich ja, in die Klarheit kommen. Und die Wunscherfüllung setzt sich hier mehr und mehr in Gang. Die Wunscherfüllung setzt sich in Gang und das Ganze ist unterstrichen durch das Schicksal. Das Schicksal spielt hier eine große, große Rolle für diese Veränderungen, die sich hier im August für alle, es ist eine allgemeine Legung, für alle, die
sich hier dafür interessieren, zeigt das Schicksal hier für den August massive Veränderungen. Hier werden Mauern eingerissen. Wir haben hier den Turm auf dem Platz der Störche. Das heißt, hier kommt es zu positiven Veränderungen, wenn man die Mauern einreißt. Und da sehen wir, dass auf dem Platz des Buches die Störche liegen. Das heißt, hier beginnt ein neues Kapitel. Die Mauern werden eingerissen und die positiven Veränderungen eröffnen ein neues Kapitel. Und dieses neue Kapitel wird begleitet von treuen und loyalen Menschen, die euch zur Seite stehen und die euch wirklich unterstützen, um in diese Stabilität, um an dieses gewünschte Ziel anzukommen. Ihr habt also wirklich die besten Aussichten für den Monat August. Treue, loyale Freunde mit Sicherheit. Bei den Finanzen liegt auch das Schicksal an eurer Seite. Das Schicksal, das aber auch für Emotionen spricht. Auch da wird das Schicksal eine Rolle spielen, um euch vielleicht in Herzensdingen, die man dann auf den Liebesbereich bezieht, in die richtige Richtung zu helfen, zur richtigen Entscheidung zu verhelfen. Und im Beruf haben wir hier den Ring. Das heißt, auch da kann es bei vielen von euch zu neuen Verträgen, zu Beschlüssen kommen. Hier sind Veränderungen, wie ich vorhin schon sagte, in allen Lebensbereichen zu erkennen. Und auf dem Platz des Schicksals, auf dem Platz des Kreuzes, des Karmas, haben wir den Schlüssel. Das heißt, hier ist mit Sicherheit das Karma, das Schicksal aktiv. Das heißt, hier öffnen sich neue Türen in allen Lebensbereichen. Seid bereit dafür. Öffnet euch dafür. Der Neuanfang wartet hier. Wenn der alte Lebenszyklus abgeschlossen ist, könnt ihr diesen neuen wirklich begrüßen. Trefft die richtigen Entscheidungen. Seid bereit, Entscheidungen zu treffen, die euch rausholen aus ewigen Diskussionen. Das Glück wartet hier. Und das ist in Kürze bereit, euch wieder in die Stabilität zurückzuführen, in die Gesundung. Ihr könnt wieder Kraft tanken und kraftvoll Blockaden und Hindernisse aus dem Weg räumen und euch an Glück und Erfolg erfreuen. Kraft und Stärke unterstützen die Ernte. Das, was ihr gesät habt, mit anderen Worten, was ihr euch wirklich gewünscht habt, wird mit eigener Kraft schnell umzusetzen sein. Im häuslichen Bereich könnt ihr schlau vorangehen. Es warten Nachrichten in diesem Bereich auf euch, die euch Herzenswünsche erfüllen und die euch endlich wieder in die gewünschte Ruhe und Harmonie zurückführen. Und diese Nachrichten erwarten euch schneller wie erwartet von euch. Denn wir haben es auch hier mit der Sense als überraschend und schnell dargestellt und das Ganze wird hier mit dem Reiter noch einmal unterstrichen. Der Umbruch, das Einreißen von Mauern ist jetzt wichtig, um wieder in die Klarheit zurückzufinden, um die dunklen Wolken endgültig hinter euch zu lassen. Hier wartet wirklich Klarheit und Wunscherfüllung und das bei ganz vielen, auch im finanziellen Bereich. Hier warten finanzielle Überraschungen bei dem einen oder anderen, vielleicht auch Überraschungen, die eure Liebe, eure Emotionen betreffen.
Emotionen zeigen sich aber nicht nur in der Liebe. Man kann emotionale Freude für viele Dinge empfinden. Also ordnet es bitte für euch zu. Sehnsüchte können jetzt, wie gesagt, mit Hilfe auch aus der Öffentlichkeit ein neues Kapitel öffnen. Das heißt, diese Sehnsüchte kommen in die Stabilität. Durch Einladungen und Geschenke könnt ihr sehen, welches neue Kapitel hier auf euch schon wartet. Ihr selbst kommt hier auf jeden Fall in die Stabilität. Ihr kommt an eure Ziele, die ihr euch gesetzt habt, im Monat August mehr und mehr ran. Bei manchen mag es, wie ich schon sagte, auch den Berufsbereich betreffen, dass es da auch zu neuen Verträgen und Beschlüssen kommt, denn der Anker liegt im Hause des Rings. Das heißt, ihr müsst erkennen, wo es für euch zu diesen positiven Veränderungen kommt, wo ihr rausfindet aus Kummer und Sorgen. Und wo man auch sieht, hier setzt sich etwas in Gang, was mit Sehnsüchten zu tun hat. Sehnsüchte auch mit einem Gegenüber. Sehnsüchte, die hier durch Gespräche, durch Kommunikation auch zu einer Gesundung führen können. Gespräche können Gesundung bringen und können Sehnsüchte umsetzen. Gespräche vielleicht auch mit einem Gegenüber. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen auch Situationen in der Partnerschaft, die belastend waren, wo man einfach sagt, hier muss Kommunikation stattfinden. Nicht in Rückzug gehen, sondern ansprechen, damit ihr rauskommt aus diesen Verstrickungen und damit man eventuell wieder gesund aufeinander zugehen kann. Treue, loyale Freunde werden euch mit Sicherheit unterstützen. Euch unterstützen bei Verträgen und Beschlüssen und auch das Schicksal steht an eurer Seite. Es kommt nur Positives auf euch zu. Der Neuanfang unterstützt von eurer eigenen Kraft. Mauern, die eingerissen werden und die euch an eure gesteckten Ziele bringen. Eure Entscheidungen, den richtigen Weg zu finden, auch im häuslichen Bereich, kann zu Klarheit und Wunscherfüllung führen, zu positiven Veränderungen. Glückliche Nachrichten, die euch hier raushelfen aus Sehnsüchten, die etwas in Gang setzen und die unterstützt werden von treuen und loyalen Freunden an eurer Seite. Blockaden und Hindernisse werden durch schnelle Nachrichten Veränderungen anzeigen. Sie werden euch Einladungen und Geschenke überbringen, der Reiter. Und diese Einladungen und Geschenke werden zu Gesprächen führen. Sie werden zu Gesprächen führen, die auch vom Schicksal vorbestimmt sind. Und diese Gespräche verhelfen euch zu Glück und Erfolg, zu Ruhe und Harmonie, zum Eröffnen eines neuen Lebenskapitels, zur Gesundung und eventuell zu neuen Verträgen und Beschlüssen oder aber zu dem Beginn eines neuen Kreislaufes. Euer Leben wird sich neu verwurzeln. Herzenswünsche, auch in der Liebe, können in Erfüllung gehen. Nehmt die Hilfe der Öffentlichkeit in Anspruch und vertraut darauf, dass ihr hier ein Gegenüber an der Seite habt, mit Sicherheit, der euch auch helfen kann und wird, neue Türen zu öffnen. Diskussionen, schwierige Gespräche und Auseinandersetzungen
die können jetzt ein Ende haben, wenn ihr schlau vorangeht. Erkennt, wo hier die Stabilität, die emotionale Fülle oder die finanzielle Fülle für euch bereit liegen, die euch endgültig aus Kummer und Sorgen befreien. Seid bereit, einen alten Lebenszyklus zu beenden, einen neuen wirklich herzlich zu begrüßen und in Empfang zu nehmen. Seid bereit zu ernten und seid bereit für schnelle Überraschungen, die euch hier aus diesen dunklen Wolken raushelfen. Und das einzig und allein für euch. Das ist hier eine Legung, die ganz genau auf euch abgestellt ist. Und über Eck sehen wir noch einmal den Neuanfang für euch. Der alte Lebenszyklus, wenn der abgeschlossen ist und der neue begrüßt wird, kommt ihr an eure gesetzten Ziele. Ich denke, es ist ein wunderbarer August, der hier auf uns alle wartet. Man muss bereit sein, Entscheidungen zu treffen und man muss bereit sein, vielleicht auch schwierige Diskussionen zu führen. Aber ich denke, mit der Karte hier, deine Ahnen sind an deiner Seite, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Begrüßt eure Ahnen, die euch hier zur Seite stehen. Und achtet darauf, dass man euch in keiner Weise versucht zu täuschen. Es werden vielleicht hier auch bei den Diskussionen immer wieder versucht, Dinge von euren Plänen, also euch von eure Pläne abzubringen. Man versucht immer noch, euch etwas auszureden, was aber eure Wünsche betrifft. Lass dich nicht täuschen. Das ist hier ein Hinweis, den man wirklich noch ganz genau für sich im Kopf behalten sollte für diesen Monat. Und immer noch einmal der Hinweis zur Ausgangskarte. Goldene Botschaften erreichen dich. Sei bereit für persönliche Vollendung. Und genau dieses ganze große Blatt zeigt euch, ihr braucht wirklich nur bereit sein für diese Veränderung. Denn sie liegt euch hier, wenn man so will, nicht auf dem Tisch, sondern zu Füßen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen August 2024. Freue mich über euer Feedback. Danke euch für jeden Daumen hoch, für jeden eurer liebenswerten Kommentare und natürlich für all diejenigen, die vielleicht aufgrund dieser Legung auch erkennen und sagen, ich drücke das Glöckchen und ihr schließt das kostenlose Abo ab. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.